Hallo meine gewitzten Medikamentenverabreicher und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren entspannten Runde Elex 2. Wir haben letztes Mal jetzt mit Vadek noch mal ein bisschen geschnackt, haben noch mal ein paar Informationen bekommen, wie das Ganze hier weitergehen soll. Wir werden, also das hier müssen wir auch noch mal ein Point of No Return, also der Weg, den wir nicht mehr zurückgehen können, weil wir sozusagen sagen, wir wollen ohne Gilde spielen. Will ich aber noch nicht machen. Ich würde jetzt erstmal, habe ich mir überlegt, vielleicht, dass wir kurz mal zu den Alps hinrushen. Mit den Alps dann erstmal schnacken wegen Vardek. Vielleicht ist das möglich. Und wir wollen ja nochmal Munition nachrüsten. Warte mal. Hier bist du. Ich finde das so geil aus. Hatte ich schon wieder Bock, Minecraft zu spielen und das so nachzubauen? Ah ne, das ist das Falsche. Okay, da müssen wir rein. Also trotzdem geil aus. Und mit der Lava da. Das wäre auch noch eine geile Sache, so. Das muss in Minecraft nachzubauen. Das Jetpack, das ist so... Hello, 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 Mister. Nee, geh mal wieder runter, musst hier nicht auf dem Tisch stehen. Das sieht dann doch ein bisschen doof aus. Warte mal, wenn ich mich jetzt hinsetze, kann ich da mit Azog reden? Ey, my friend, pass mal auf, du. Wir haben ein bisschen was zu schnacken, ja? Also. Mann, ich will mit ihm reden. So, ist doch... Oh, warum denn nicht? So eine kleine Kleinigkeit. Aber das ist halt richtig cool. Wäre richtig cool. So, ey, Azog. Nein, will ich nicht. Tschüss. Okay, dann machen wir noch was anderes. Okay, mit dem können wir nicht drehen. Also müssten wir mal gucken, ob wir diesen anderen Typen finden. Der läuft ja immer herum, ne? Mal gucken. So. Entschuldigung, nebenbei mal was mit den Kindern noch geklärt. Ich habe heute die Aufnahmen nicht so hintereinander weggemacht, wie ich es mir eigentlich geplant habe. Von daher... Gut, das reicht. Bis zur nächsten Evaluation wird mit dem eigenständigen Training fortgefahren. Okay, ja, ja, mach das mal. Ausführung. Der Typ läuft nämlich auch immer draußen umher, ne? Den kriege ich dann gar nicht so einfach. Ist er das nicht? Nee, das ist er nicht. Warte mal, ich brauche jetzt Munition erstmal, Leute. Munition ist jetzt gerade mal wichtiger. Genau, das war da der Eingang und danach links. Vielleicht finden wir ja nochmal eine Waffe, die wir gebrauchen könnten. Hallo, Nachtwache. Hallöchen. Du arbeitest auch 24/7, wa? Hier hast du dein Elex. Hier hast du dein Elex. Lass uns handeln. Wie du willst. Danke. Was hast du hier? Ein Lasergewehr, ein Blastergewehr? Nee, das ist langweilig. Ja, packen wir mal und weiter geht's. Müssen ich denn hier... Müssen dann echt noch ganz da hinein und dann wieder herumballern. Ey, das wird so ein Schiedikowski-Ding. Sehr wortkarg, mein Freund. Wahr. Jawohl. Danke. Und du hast aber auch nur einen beschädigten Blaster und Laser, also auch nichts Besonderes, ne? Warte mal, ich verkaufe dir mal ein paar Kleinigkeiten. Das Schild kannst du haben und die Beine kriegst du von mir und das kriegst du von mir und die kriegst du von mir, genau. So, dann haben wir wieder 98.000, das passt eigentlich ganz gut. Zeig. Habe ich die jetzt beide verkauft? Nee, habe ich gar nicht verkauft, wa? Da, die wollte ich noch verkaufen. So, jetzt aber, wenn ich gerade sagen, wir hätten damit auch wieder über 100.000 kommen müssen. Und Ende mir Länder. Weiter geht's. Ne, warte mal. Den finden wir jetzt auch gar nicht so einfach. Oder kann ich den irgendwie mir mal Partner der sechsten Macht hier? Warte mal, wenn ich da das mache. F geht nicht, ne? Alliierte, wie der will. Nee, geht nicht. Okay, gut. Antibiotische Maßnahmen. Dann gehen wir mal mit... Holen wir uns Crony for you. Und dann gehen wir Richtung... dem Epsilara. Weil wir waren schon mal da gewesen. Vielleicht sollten wir nochmal eine Runde schlafen. Wenn wir wieder Tag haben. Dann gehen wir Richtung Epsilara. Gehen da mal rein. Mal gucken. Ich hoffe, dass die ja nicht jetzt auch da mal so einen Spawn machen. Das wäre... Oh. So. Ach, warte mal, bevor ich jetzt schon wieder... Bist du auch schlau? Wie viel hast du? Du hast gerade mal 2-2. Wir sind letztes Mal mit 2-2 rein und das war ein Fiasko. Was zum Teufel? Nee, wir brauchen Munition. Was zum Teufel?
Hey, ich will was kaufen. Ich will etwas kaufen. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Wenigstens auf 3000 kommen. Ich brauche 3000 Schuss, brauchst du, sonst kannst du das kriegen. Warte mal, aber du hast jetzt kein Reset-Ding, ja? Das hast du leider noch nicht. Das wieder mit abwarten. Ja, das mit abwarten, okay. So, ich hol mal Crony, dann nehmen wir mit Crony nochmal kurz zu den Cleriveries gehen. Und danach gehen wir Richtung Epsilara. Crony? Ja, ist da oben. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Gut, wenn ich Crony finde, hier können wir das auch gerne machen. Ne, Crony ist da hinten. Wirklich? Wo denn? Bist du jetzt hier reingeflogen? Crony? Sag mal, bin ich jetzt blöd? Der sollte doch hier stehen. Was ist denn das jetzt? Was, Kai, das Nasty? Bully, Falk, Fox? Aber Crony ist nicht da. Da ist Nyra. Was soll denn das jetzt? Oh, das ist jetzt doch hoffentlich kein Bug hier, oder? Oder muss ich mich erst nach Fraktion jetzt hier, das Ding jetzt da fertig machen? Dass wir uns keiner Fraktion anschließen. Flog doch hier immer herum, oder nicht? Ey, Leute, habt ihr Crony gesehen? Ist jetzt aber nicht oben auf dem Dach, oder? Da bist du ja! Crony! Komm mal her, mein Kleiner. So, mein Freund, wir haben einen größeren Auftrag. Sensoren auf Empfang, Commander. Wir beide müssen in die Former der Skyns eindringen und dich in die Zentralrechner stöpseln. Überlebenswahrscheinlichkeit 25,6%. Weicht. Ja, ich weiß. Aber wir brauchen mehr Informationen über ihre Technik, sonst bleiben wir auf Dauer im Blindflug. Sie sind hochentwickelt und ich habe wenig Interesse daran, auf ihre nächste Überraschung zu warten. Nee, das wäre nicht. Wir müssen versuchen, den Betrieb der Former zu stoppen, sonst werden wir nicht mehr lange überleben. Positiv. Erwarte Befehle. Alles klar, dann nehme ich dich mal mit. Mitkommen? Aber muss ich meinen Geist trainieren? Ohne, kann ich meinen Geist bei dir trainieren? Nö, kann ich nicht. Gut. Brauche ich nicht. Wir gehen nochmal Cleris. Da holen wir nochmal Munition und dann ab nach Epsilara und mal gucken, ob wir den ersten abschalten können. Das sieht irgendwie so aus wie so ein, bei Star Wars, so ein Schmuggler. Irgendwie ja, so von Star Wars, so ein Schmuggler, gemischt mit ein bisschen Stormtrooper. Grüß dich. Hi. Elementen sozusagen. Ich brauche nur Munition. Nein, das war ein Fail. Danke. Aber warte mal. Hast du nur noch eine... Hast du nur einen Skyblaster da, ne? Ach, Mann. So, dann gehen wir jetzt los, meine Freunde. Auf nach Epsilara. Und da werden wir jetzt... Loslegen. Au. Wo? Ah, was? Jetzt ist wieder nachgesprungen, oder? Blödes Vieh, ey. Wir sind doch gerade erst gelandet und schon jetzt wieder los. So, warte mal, wir müssen da rein. Menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich.
Danke, mein Kleiner. Na los, komm. Eigentlich hatte ich den Weg hier freigeräumt. Eigentlich. Aber eigentlich ist es relativ. Hat den Weg hier freigemacht. Und wir sind schon ziemlich weit nach drinnen gekommen. Aber wenn wirklich der Respawn auch hier an ist, dann... Naja. Aber hier liegen noch mal ein paar von denen. Ah, oh, ey, das ist doch nicht... Tracker, den machen wir jetzt auch noch platt. Conny, machst du? Na, dann mache ich es. Aber schießt der mal dann auf mich, wenn der nach ihm geht? Systemfehler, Systemfehler, boom, du bist tot. Wahaha. Erinnert mich an eine Police Story, das Ding musste ich ja auch abbrechen, weil ich am Ende einfach nicht mehr weiterkam. Aber nur in dem Sinne, weil mich mein eigener Compadre immer... Jetzt ist ja auch noch ein Brutteufel. Und eine Hühne. Ja, na klar. Gucken wir mal, dass wir die platt kriegen. Das ist einfach too heavy, Mann. Guck, was ich mich hier rausballer. So, der ist erledigt. Oh, und ich muss bis nach drinnen. Oh, ey, meine. Wird so übel. Dann die ganze Zeit von denen, die, das ist einfach nur krank. Einfach nur krank. Oh, jemine. So, guck mal, wir hatten gerade noch 2,8 oder 2,9 und da ist schon wieder eine ganze Menge Schuss weg. Wenn wir das wenigstens als Maschinengewehr hätten. Ich glaube, wir haben hier schon mal drin, ja, ja. Oder täusche ich mich und wir waren bei einem anderen? Ich und ich muss jetzt dann irgendwie nach da unten. Und nochmal ein Hühner, ist klar. Komm, Kleiner. Sehr gut. Könntest du bitte den in Ruhe lassen? So, jetzt haben wir den Abartigen mal weggemacht, damit er weniger Damage bekommt. Weil der Hühner ist sehr langsamer Kämpfer. Macht zwar fett Damage, aber das passiert nicht so viel, weil wir in der Zeit können wir ihn wegrollen. Bevor der Crony halt abfertigt. Aber es tut mir leid, wir sind schon wieder am Kämpfen. Ich will nur so schnell wie versuchen, so schnell wie möglich hier durchzukommen. Ach, guck mal. Ach so, nee, das ist ja klar. Ja, ja, hat nicht, weil das ist bei ihm ja seine Hand sozusagen. So, wieder Elex. Ich könnte noch mehr Tränke machen, müsste aber dazu noch andere Sachen holen und wodurch das nicht so funktioniert. Wir müssen ja eigentlich gerade zu, ne? Oh. Oh. Warte nur, bis wir gleich runter droppen. So, lad mal nach. Was ist denn das jetzt? Crony, 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 Crony. Oh. So, wir sind bei 2,6. Wir haben wieder 100 Schuss verballert.
das ist einfach, wupp, geht halt so schnell runter, weil du so viel mit dem ballern musst, weil du gar keinen Schaden gegen ihn machst. Ich glaube, wir müssten da durch, ne? Mhm. Hm. Doch nicht. Okay. Naja. Gut. War eine Fehlinformation, meine Freunde. So. Wow. Wow. Geile Zocke und dann noch der und der und der und der. Ach, das ist echt wie letzte Mal. Mach dir jetzt aber nur schnell platt. Da hat meine Kronie zerlegt. Aber ich kann ihn auch nicht heilen, ne? Boah. Eine neue Stufe ist ja in der Sache nicht so schwer, weil wir ja nur killen, 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 killen. Ronny, bist du wieder dabei? Können wir weitergehen? Was haben wir denn hier noch? Oh, Granaten. Tolle Wurst. Hi, Ronny. Bist du wieder ready? Meinst du, du hältst noch eine Weile durch? Warte mal, wir hatten gesagt, Attribute. 74. So, wie sieht das jetzt aus? Oh, yeah. So, dann packen wir den mal jetzt auf der Alm. Naja gut, ich bin immer noch nicht gerade ein Fan von dem Ding, aber naja. Mann, du bist so totaler Schwachsinn! Der Nahkampf ist totaler Mist! Leck mich, ich bleib im Fernkampf. Das ist so ein Rumgeklicker und du kannst dich ja kaum bewegen. Das ist so ein blödes Ding, ey. Das ist wirklich für die Dödeligsten. Aber der ist zu langsam wiederum dafür. Das ärgert mich, aber das kann ich mir nicht so gefallen lassen. Das kann ich mir nicht gefallen lassen, so. Ich muss mal nochmal gucken. Inventar, zack. Zack, 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 zack. Wo bist denn du? Abturit. Okay, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Na, ich versuch's jetzt mal ein bisschen. Muss mehr mit dem Ausweichen und Co. jetzt arbeiten, aber das würde ich mir jetzt. Warte mal, haben wir wirklich Epsilon oder hatte ich von anderen gemacht? Nee, ich bin in Epsilon reingegangen. Ich war nirgendwo anders. Oder war ich hier oben irgendwo im Kalten? War man als Fahrer? Ich muss mal gucken. Im Herzen des Feindes war das ja, ne? Boah, das ist schon wieder so eine Albtraumgestalt. Ob ich den überhaupt im Nahkampf schon hinkriegen könnte? Au. Zack.
Ich hab gerade den erstmal raus und dann guck ich, oh, das ist ein mieses Kampfsystem. Schlechteres Kampfsystem habe ich schon lange nicht mehr gesehen. So, pass mal auf. Mit zwei kann ich eh nichts machen, so den block ich schnell mal raus. So, nimm mal den. Jetzt müssen wir mal. Warte mal, in die Richtung. Ach du Holy, ich wollte gerade ausweichen, dann war schon wieder vorbei. Ey, das ist ja fast nicht machbar. Ach du Heiliger, ey. Bleib hier. Es ist möglich, aber es ist wirklich ein Recht. Ja, also ich sag mal, in Elix 1 hatte ich dann die Möglichkeiten mit der richtigen Bewaffnung, konnte ich da schon so ein bisschen was bewirken, konnte da auch größere Gegner machen, hatte aber auch ein besseres Kampfsystem sozusagen zum Handling halt her. Dieses Kampfsystem ist wirklich, also auf so einer Schwierigkeitsstufe fühlt sich das sehr unrund an. Warum rennen denn jetzt hier überall die herum? Ja, natürlich sind hier zwei von denen. Ich kann nicht gegen zwei kämpfen. Lululululululu. Und weg. Trink mal. Ich muss die anderen Tränke wieder ausrüsten. Das ist keinem. Mann, das nervt das Kampfsystem. Also das ist echt ein Schwachsinnssystem. Hat sich der Nene Rotz ausgedacht. Ey, echt. Haben sie irgend so einen Klicker-Idioten hingesetzt, der dann ein bisschen da herumklicken kann, damit er den Schwertkampf, also das schlechteste Kampfsystem, was die PB bis jetzt geschafft hat. Ey. Hey. Und jetzt wechseln wir lieber doch die Waffe. Hier ist ziemlich viel los. Warum haben wir so viele Wutteufel? Ich soll mal ein bisschen ruhiger, ich muss mich auf den Kopf mal konzentrieren. Au! Ich bleibe im Fernkampf. Also ich muss sagen, der Nahkampf ist totaler Rotz. Ich mag den gar nicht. Ja, der Nahkampf, nicht der Fernkampf. Also ich bleibe im Fernkampf und der Nahkampf ist totaler Rotz. Also dieses herumgeklickere und blödsinnige, das ist gar nichts für mich. Wo der ja schon nicht wach ist, ne? Der trifft mich aber auch immer. Ist das anstrengend, ey.
Jemine. Und das ist schon wieder ein totales Durchgekämpfe. Ach ja, hier war ich schon. Genau, wir müssen in die andere Richtung. Ich sag ja, es ist schlimmer als jedes MMO, was du spielen kannst hier gerade. Das ist einfach so langwierig, so anstrengend, so töte. Du hast hier nicht mal irgendwie eine Möglichkeit, das Ding ein bisschen schneller vonstatten zu gehen, eine Stealth Action oder irgendwie sowas mal zu machen. Das geht soweit überhaupt nicht. So. Hohes Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen. Muss nach links lang, genau. Du bist der Master. So, ist jetzt hier nochmal alles wieder gespawnt oder habe ich Glück und die sind jetzt weg? Doch, hier waren hier. Siehst du, da ist die Klinge. Also ein paar sind respawned, aber nicht alles. Sehr schön. Okay, wie kann ich den jetzt hier deaktivieren? Oh, guck mal, da ist noch ein mächtiger Heiltrank. Den haben wir letztes Mal vergessen. Ist da hoch? Wäre schön, wenn wir wenigstens eine Sache schaffen heute. Oh, ich bleib beim Range-Kampf. Der Nahkampf, der hat irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, aber es funktioniert nicht. Sind wir jetzt richtig? Nein, das war die andere Seite. Okay, wir mussten hierher, aber nicht hierhin. Da hinten dann rein, okay. Da war ja auch was gewesen. Da genau, da stand ja auch ein paar Sachen, ne? Aber ich hoffe, dass jetzt hier nicht auch schon wieder alles nachgespawnt ist, ey. Wer hätte das gedacht, dass wir hier Respawn haben? War zum Glück jetzt kein Hühner. So. Ich muss zugeben, ich bin auch recht ein großer Meckerfritze, diesmal in Elex 2, weil vieles wirklich meines Erachtens aus subjektiver Sicht zum Schlechteren verändert hat, insbesondere was mich das Kampfsystem angeht, weil ich ein totaler Fan des ersten war vom Kampfsystem her. So, jetzt sind wir hier. Crony, kannst du oder kannst du nicht? Muss ich daran? Wie komme ich jetzt hier weiter? Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ich bin doch hier jetzt oder nicht? So, und jetzt? Wo muss ich jetzt ran? Hallo? Hier ist doch der Computer, ne? Da. Orte Zentraleinheit des Formers. Beginne mit der Übernahme. Gut. Verbindung hergestellt. Daten wurden übertragen. Former-Umpolung eingeleitet. Einstellung des Betriebes wird erwartet. Das war der erste Former, den wir präpariert haben. Positiv. Wie ist es gelaufen? Hast du einige Daten aus dem Zentralrechner extrahieren können? Former-Kontrolleinheit verfügt über eine künstliche Intelligenz, die autark operiert. Ja, das haben wir schon erwartet. Konntest du sie übernehmen? Bei der Übertragung der Schlüsselalgorithmen aus dem Mutterschiff wurde die Kontrolleinheit überschrieben. Übernahme der Kontrolle über operierende Zellen des Formers. Terraforming-Prozess signifikant verlangsamt. Sehr gut. Vardek hat tatsächlich recht behalten. Dann können wir die anderen Former ebenfalls umpolen. Positiv. Wie lange wird es dauern, bis der Terraforming-Prozess bei dem Ding hier komplett zum Erliegen kommt? Analysiere. Nur grobe Schätzung möglich, aufgrund vieler unsicherer Parameter. Raus damit, wie lange? 524 Tage und 16 Stunden. Doch so schnell. Das müssen wir beschleunigen. Zu wenig Daten für eine zuverlässige Prognose. Der nächste Former wird uns hoffentlich mehr Aufschluss darüber geben.
In Ordnung, mein Kleiner. Wir wissen, was wir zu tun haben. Einen machen wir noch und dann sehen wir weiter. Wir machen mehr als einen. Keine Angst, wir werden alle machen. So, dann haben wir den jetzt mal geschafft. Also, Nahkampf bin ich ganz ehrlich nicht zufrieden. Vielleicht muss ich noch ein bisschen Ausdauer machen, aber dieses Kampfsystem, ich weiß nicht. Es ist nur ein Rumgeklicker. Ich habe hier nicht mal eine Möglichkeit. Also ich kann dann hier noch so ein bisschen mit meinen starken Schlag machen, weil ich länger drücke und dann mache ich halt den schnellen Klicker. Das erinnert mich wieder an Gothic 3 Kampfsystem. War okay, aber ich glaube, da hatte man noch ein bisschen besser die Möglichkeit. Aber das hier ist, na, nee. Hier bleibe ich beim Fernkampf. Ich fand das Kampfsystem aus Elex 1 halt extrem geil, weil du hast halt die Kombinationsmöglichkeit gehabt. Und mit der Kombinationsmöglichkeit konntest du einfach richtig fette Hits nochmal landen. Damit konntest du richtig finishen, du konntest so ein bisschen vorbereiten. Und immer, wenn du die richtige Reihenfolge gemacht hast, von deiner Schläger her, weil wenn du wirklich den Counter ordentlich abgepasst hast, hast du extrem Damage jedes Mal gemacht, weil es hat sich immer erhöht, je besser du diesen Schlag ausgeführt hast. Oder wenn du am Ende dann der Balken voll war und du hast, also wenn du die Ausdauer hochgepusht hast, und du hast am Ende dann dein Ulti gemacht, insbesondere ich habe ja gerne den Einhandstreitkolben genutzt, weil das war die beste Ulti, die du hattest, dann hat er 3 Ultis rausgezimmert, da hat er gar keiner eine Chance. Da habe ich, wie gesagt, müsst ihr euch mal ein paar Videos angucken, die ersten waren leider von der Aufnahmequalität leider nicht so gut. Und wenn ihr später guckt, dann habe ich zeitweise im Nahkampf gegen Zyklopen gekämpft und habe sie besiegt, obwohl ich weit anagiert war und weit von allen das eigentlich hätte machen können und so weiter und so fort. Das war dann nicht die Problematik. Das war möglich. So, meine Freunde, für heute war es das aber erstmal. Wir verziehen uns jetzt nochmal Richtung unserer Bastion, gehen dann morgen in den nächsten Punkt. Also hier ist ja Epsilara als erledigt. Als nächstes, wobei wir können ja auch schon mal hierher fliegen und werden morgen von dort aus in den nächsten Dings hineinsteigen. Wir gleich weitermachen. Das wird halt hauptsächlich jetzt aber leider mit einer Menge Killen zu tun haben. Es tut mir auch leid, dass das so läuft, aber anders kriege ich das ja nicht. Anders ist mir vom Spiel nicht vorgegeben. Für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne mal ein Kommi, Like oder vielleicht ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!